Sehen Sie dieses UFO da hinten? Keine Sorge, da kommen keine Außerirdischen heraus. Das ist ein Monument, das steht hier in Kapharnaum am See von Genezareth. Es steht über den Ruinen eines Hauses, in das Jesus immer wieder gekommen ist. Hier an diesem Ort steht auch eine alte Synagoge. Und an dieser Stelle ist auch die Synagoge gewesen, in die Jesus immer wieder am Sabbat, unserem Samstag, gegangen ist. Ich denke dabei auch an die ersten Christen. Sie haben sich immer am Sonntag versammelt, um an Jesus zu denken, um gemeinsam zu ihm zu beten und sich so mit ihm zu verbinden. Auch ich möchte regelmäßig, vor allem an den Sonntagen und an den hohen Festtagen, an den Gottesdiensten meiner Glaubensgemeinschaft teilnehmen. Denn ich erlebe, da wird mein Glaube stark und das gibt mir eine innere Kraft. Dabei orientiere ich mich an Jesus. Von ihm erzählen die Evangelien, am Sabbat ging er in die Synagoge.